Es wird in den Medien seit Tagen heiß diskutiert. Ist die AfD verfassungsfeindlich und kann damit verboten werden? Etwa 50 Bundesabgeordnete haben genau das jetzt gefordert. Der Vorstoß wurde von anderen Politikern allerdings mit gemischten Gefühlen aufgenommen. Wir haben uns bei den Bundestagsabgeordneten aus Schleswig-Holstein umgehört und gefragt, wie sie zu einem Verbot der AfD stehen. Die Antworten, die gibt's gleich im Schwerpunkt. Einen wunderschönen guten Morgen an diesem Freitag, den 4. Oktober. Ich bin Morgana Alienor Pfeiffer und ich habe euch heute diese Themen mitgebracht. In Schleswig-Holstein ist immer mehr Falschgeld im Umlauf. Aber woher kommen die gefälschten Scheine? Eine erste Bilanz zeigt, so läuft's mit dem E-Rezept. Und der Getränkehersteller Coca-Cola will Werke schließen, auch in SH. Außerdem, ein Pärchen aus Hohenweststedt hat mit 80 die große Liebe gefunden und jetzt heimlich geheiratet. Jetzt kommen wir aber erstmal zu unserem Schwerpunkt. Heute im Fokus. Etwa 50 Abgeordnete von SPD, CSU, CDU, Grünen und Linken haben gemeinsam ein Verbot der AfD gefordert. Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe soll den Fall nun prüfen. Mein Kollege Henning Bädke hat sich unter den Bundestagsabgeordneten für Schleswig-Holstein umgehört und sie nach ihrer Meinung zu einem möglichen Verbot der AfD gefragt. Henning, welche Haltungen zu dem Thema gibt es denn gerade überhaupt? Ja, man kann da im Grunde drei verschiedene Positionen unterscheiden. Es gibt eine Gruppe, die sagt, die AfD ist verfassungsfeindlich, ein Verbot ist richtig, wir unterstützen diesen Antrag. Eine zweite Gruppe sagt, die AfD ist gefährlich, ein Verbot sollte man erwägen, aber mit diesem Antrag funktioniert das nicht und wir sollten es nur machen, wenn wir sicher sind, dass ein Verbot auch Erfolg hat. Und es gibt eine dritte Gruppe, die sagt, wir müssen die AfD politisch bekämpfen. Für ein Verbot gibt es so hohe Hürden, dass es sehr unwahrscheinlich ist, damit Erfolg zu haben. Und was sagen die einzelnen Abgeordneten zu einem möglichen Verbot? Also bei den Grünen aus Schleswig-Holstein gibt es Abgeordnete, die den Verbotsantrag befürworten. Der Lübecker Bruno Hönel ist sogar einer der Initiatoren. In der SPD herrscht eher die Meinung, ja, sollten wir prüfen, aber nicht so. Und in der CDU und der FDP aus Schleswig-Holstein lehnt man den Antrag ab. Der CDU-Fraktionsvize Johann Wadephul verweist auf die hohen juristischen Hürden, die es für einen solchen Antrag gibt. Und was der einzige AfD-Abgeordnete aus Schleswig-Holstein von dem Antrag hält, kann man sich zwar denken, aber er hat auf unsere Anfrage nicht geantwortet. Das war Henning Bädke. Das Bundeskriminalamt hat jetzt bekannt gegeben, dass in Deutschland noch nie so viel Falschgeld wie aktuell im Umlauf war. Davon ist auch Schleswig-Holstein nicht ausgenommen. Inga Gerke aus der SH-Redaktion hat sich mit dem Thema mal genauer befasst. Inga, wie kam es denn zu diesem Anstieg? Ja, auch bei uns in Schleswig-Holstein ist die Zahl der Falschgelddelikte gestiegen. Zwar etwas weniger als im Bundesvergleich, aber trotzdem noch 12% im letzten Jahr im Vergleich zum Vorjahr. Das Landeskriminalamt sieht hier vor allem die einfache Beschaffung über das Internet als einen Hauptgrund für diesen Anstieg an. Weil auf Plattformen wie Kleinanzeigen.de oder Amazon wird dieses Falschgeld nämlich oft als Spielgeld verkauft oder angeboten. Damit ist es halt einfach super einfach, an diese Blüten, so wird das Falschgeld dann auch genannt, zu kommen. Man braucht dafür jetzt keinen großen technischen Aufwand irgendwie zu betreiben oder Fachwissen zu haben. Das kann halt wirklich jeder anklicken, in Warenkorb bestellen, fertig. Und muss ich jetzt jeden Geldschein, den ich bekomme oder ausgebe, selber auf seine Echtheit prüfen? Nee, ich muss jetzt nicht jeden einzelnen Geldschein irgendwie untersuchen. Dass ich nämlich irgendwie so eine Blüte bekomme, ist auch relativ unwahrscheinlich. Laut der Deutschen Bundesbank kamen im vergangenen Jahr 7 solcher Blüten oder Falschgeldnoten auf 10.000 Einwohner in Deutschland. Also wie gesagt, die Chance ist relativ gering, dass ich Falschgeld im Portemonnaie habe. Das war Inga Gerke. Weitere News aus Schleswig-Holstein. Habt ihr schon mal das E-Rezept benutzt? Ich finde das ja total praktisch und habe bisher nur gute Erfahrungen damit gemacht. Der Apothekenverband Schleswig-Holstein berichtet aber hingegen von einem holprigen Start. Mehrfach mussten sie Kunden in der Apotheke wieder wegschicken, weil die E-Rezepte noch nicht unterschrieben wurden vom Arzt. Hin und wieder sei es auch zu technischen Problemen gekommen. Die Kassenärztliche Vereinigung Schleswig-Holstein hingegen sieht die neue elektronische Alternative positiv. Anfängliche Unklarheiten zum Verfahren und zur praktischen Umsetzung konnten bis heute zum größten Teil behoben werden, sagte uns Sprecher Nikolaus Schmidt. Wenn ihr mehr über das ganze Thema erfahren wollt, verlinke ich euch den Text einmal in der Beschreibung.
Der Getränkehersteller Coca-Cola will im Laufe des kommenden Jahres in ganz Deutschland 5 Werke dicht machen, darunter auch den Standort in Neumünster. Betroffen sind insgesamt 500 Mitarbeiter in den Feldern Produktion und Logistik. Etwa 200 Stellen werden an andere Standorte verlagert und 80 neue Stellen sollen durch die Umstrukturierung entstehen. Coca-Cola ist nach eigenen Angaben das größte Getränkeunternehmen des Landes und beschäftigt insgesamt etwa 6.500 Mitarbeiter an 27 Standorten in Deutschland. Jetzt hat sich bereits die Gewerkschaft NGG zu Wort gemeldet und die Ankündigung kritisiert, denn die Entscheidung sei weder nachhaltig noch ökologisch sinnvoll. Die Gewerkschaft fordert Coca-Cola deshalb auf, Verantwortung für seine Beschäftigten zu übernehmen und gemeinsam an einer tragfähigen Zukunft zu arbeiten. Die Gespräche zwischen den beiden Parteien sollen zeitnah starten, erklärte Coca-Cola. Ausblick. Zum Start ins Wochenende möchte ich euch noch eine niedliche Geschichte mitgeben. 2018 lernten sich die Rentner Inge Barthold und Helmut Telke auf einer Städtereise nach Leipzig kennen. Beide waren damals schon über 70, aber das hielt sie nicht davon ab, beim Tanzabend die ganze Nacht durchzutanzen. Zuvor hatten sie sich eine ganze Zeit lang durch den Raum immer wieder Blicke zugeworfen und sich angelächelt. Von Leipzig zurück nach Hohenweststedt, wo beide wohnen, ging es also nicht mehr alleine, sondern zu zweit. Und 14 Tage später zieht Inge schon zu Helmut. Zeitgleich kaufen sie sich auch gemeinsam Ringe. Diese Ringe sind jetzt 6 Jahre später zu ihren Eheringen geworden. Aber statt groß mit ihrer Familie zu feiern, hielten die beiden die Hochzeit die ganze Zeit geheim. Erst nach dem Standesamt erzählten sie ihren Lieben von der Überraschungshochzeit und luden sie zum Essen und zum Feiern ein. Wir wünschen den Frischvermählten alles Liebe. Das war's auch schon wieder für heute. Die nächste Folge gibt's am Montag, den 7. Oktober um 5.30 Uhr. Alle Themen könnt ihr wie immer auf SHZ nachlesen und kostenlos anhören oder euch einfach unsere neue Audio-App SHZ Hörbar runterladen. Die gibt's kostenlos im Google Play Store und im App Store. Habt einen schönen Start in den Tag.